N wird, Fortuna wird anstoßen. Ja, und Frank, freust du dich aufs Stadtderby? Ja, ich freue mich schon den ganzen Tag tatsächlich, wie Bolle. Und wie wir hören, sind wir nicht die Einzigen, die sich freuen. Also gut besuchtes Südstadion hier ausverkauft. Schauen wir mal auf den Angriff. Marquet kann sich da durchsetzen. Links wäre der Ball frei, aber rechts rausgespielt. Kommt die Flanke. Schuss, gut gehalten von Roloff. Ah, schöne Kombination jetzt der Fortuna. Und Abschlusschance von Försterling. Hat ihn nicht ganz satt getroffen, aber gute Aktion der Fortuna. Schön kombiniert. Und dann auch zum Abschluss gekommen über Kai Försterling. Nee, das war Kraus. Das war Kraus. Gut, dass wir Dirk Jans haben. Ja, das sind diese ungenauen Zuspiele. Und da ist Lukas Notbeck, der Angesprochene, der dann eben hier in der 26. Minute das 1:0 macht. Ein bisschen herbeigebeten von der Fortuna mit zu vielen leichten. Und da ist Danius mit dem Kopf zum Ausgleich der Fortuna. Ja, die neu gefärbten weißen Haare, sein Glückszeichen. Oh, gute Flanke. Löde! Vorbei! Es war eine Standard, die zum Ausgleich geführt hat. Vielleicht ist es ja auch ein Standard, der zur Führung reicht. Wir werden es sehen. Sunaja, guter Schuss. Boah. Und da taucht er ab. Julian Roloff, gut gehalten. Schöne Aktion von beiden Spielern. Eckball für die Fortuna. Eine Riesenchance für den Abwehrspieler der Fortuna, Dominik Lanius. Er kriegt den Ball nicht unter und der Torhüter des 1. FC Köln kann den Ball nur noch über die Latte zur Ecke. Da kann Sunaja den Ball klären und damit pfeift der Schiedsrichter die Partie hier im Kölner Südstadion ab. Ein verdientes 1:1 im Kölner Derby. Da war sicherlich mehr drin. Aber die Fans feiern ihre Fortuna hier lautstark, applaudieren. Und wir sagen Dankeschön an Sie, an den Bildschirmen. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.